Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine Loaded Nachos im Opti-Grill. Die Idee hatte ich durch einen Zuschauer, der gefragt hat, ob die überbackenen Nachos auch im Opti-Grill gehen. Keine Ahnung, habe ich gedacht. Ich probiere es aus. Und dann machen wir dann heute gleich die Loaded Nachos. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, was brauche ich? Ich brauche natürlich Nachos, ne? Das ist ja klar. Wir brauchen Nachos hier für unsere Loaded Nachos. Ich habe hier Käse-Nachos genommen, die ihr überall kriegt in jedem Supermarkt. Um die 200 Gramm. Ihr seht, ich habe das hier so eingefüllt, damit da noch was drauf geht. Mehr geht nicht. Ja, wir brauchen Hack. Ich habe hier Rinderhack, ne? Ich bin ja ein Fan von Rinderhack. Ich bin nicht so ein Fan von Halb und Halb. Das ist immer deutlich mager und ich finde es auch geschmacklich sehr viel schöner. Wir brauchen dann für die weitere Soße, Tomatenmasse hier, stückige Tomaten, die ich immer gerne nehme. Wir brauchen schwarze Bohnen. Falls ihr die schwarzen Bohnen nicht bekommt, könnt ihr auch Kidneybohnen nehmen, aber die sind eigentlich nochmal leckerer hier. Wir brauchen eine Zwiebel, eine große Knoblauchzehe oder zwei kleine. Und hier nehme ich jetzt zum Würzen Taco-Gewürz, schon fertiges. Ich habe hier eine Tomate, die werde ich gleich in kleine Stücke schneiden. Dann habe ich hier Oliven, die sehr gut dazu passen. Wir werden außerdem dann so einen halben Bund Frühlingszwiebel nochmal in kleine Ringe schneiden und drüber geben. Und ganz zum Schluss überbacken wir das Ganze natürlich, klar. Ne, hier habe ich wie immer Cheddar genommen, geriebenen, und nochmal Mozzarella, den ich dann mischen werde. Und dann haben wir eigentlich alles angesprochen, genaue Angaben wie immer in der Infobox. Und dann mache ich mal die Vorbereitung hier fürs Gemüse, damit wir am Opti-Grill loslegen können. So, Schnibbelarbeiten sind beendet. Ne, wir haben ja die Zwiebel klein geschält, vorher gepellt. Knoblauch ist inzwischen klein gehackt. Ich habe die Frühlingszwiebel hier klein gehackt, die Tomate klein gemacht. Und dann können wir loslegen. Ne, machen wir hier alles im manuellen Bereich. Ich mache also an, manueller Bereich, voll Power. Und dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen vorheizen hier und dann fangen wir mit unserem Gehackten an. So, Opti-Grill ist heiß. Ja, er hat sich da noch nicht gemeldet, das macht aber nichts. Was ich vorhin vergessen habe, wir brauchen natürlich ein bisschen Olivenöl, steht natürlich im Rezept, habe ich vorhin ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Also so ein Hauch Olivenöl hier zum Anbraten brauchen wir natürlich. Und dann, ja, gucken hier. Und dann geht das los hier. Und jetzt braten wir jetzt mal unser Hack krümelig. Und da müssen wir jetzt gar nicht so zickig sein. Da könnt ihr jetzt gleich die Zwiebeln dazugeben. Ups. Nur Knoblauch noch nicht. Knoblauch wird sonst bitter. Also braten wir jetzt erstmal hier. So, jetzt gebe ich dazu den Knoblauch. Damit er noch Aroma entwickeln kann. Und die Gewürze zunächst mal. Das Taco-Gewürz. Die Bohnen. Und die Tomaten. So. So, das reicht auch schon. Kann ich den Grill erstmal ausmachen. Und jetzt schmecke ich die Masse nochmal ab, ob mir die herzhaft genug ist oder ob die noch nachgewürzt werden muss. Ja, da ist noch so gar kein Bums drin. Also nochmal 1,5 Teelöffel Taco-Gewürz.
Hier noch ein bisschen dazu Cayennepfeffer. So. Und vor allen Dingen Salz. Backschale habe ich sauber gemacht, ne? Und jetzt füllen wir unsere Nachos ein. Jetzt kommt so ein bisschen das Geduldsspiel, das Gehackte ist jetzt hier möglichst gleichmäßig zu verteilen unter den Nachos und die anderen Sachen auch. Auf geht's! Ihr könnt hier auch anders arbeiten, das werdet ihr auch in einigen Rezepten sehen. Manche geben erst die Hälfte der Nachos rein und machen das Gehackte rein, die Masse, und geben dann die zweite Hälfte drauf. Also nach Belieben, wie es euch gefällt, denn natürlich soll das Gehackte jetzt hier schon gut unter den Nachos verteilt werden. Ja, das brauche ich jetzt ein bisschen, aber das macht nichts. Als nächstes die Tomaten. Lecker aus. So, zweiter Gang. So, es geht weiter mit den Oliven. Wie gesagt, eigentlich mag ich keine Oliven, aber ich finde, zu dem Rezept passen sie wirklich gut. So, dritter Durchgang. So, und die Frühlingszwiebeln kommen erst ganz am Schluss drüber. Jetzt kommt Käse. Könntest du schon wieder aus der Form löffeln. Ich hoffe, es wird was. So, alles eingefüllt, Nachos drin, Hack drin, Bohnen drin, Tomaten, Oliven, Käse. Nur die Frühlingszwiebel nicht. Die kommen aber, wie gesagt, zum Schluss. Jetzt machen wir den Opti-Grill wieder an. Jetzt aber gleich hier meinen Trick. Ihr kennt das von mir mit dem Essstäbchen, weil ich nicht möchte, dass hier schon die Feuchtigkeit drin steht. Und ich schmeiße den Opti-Grill an und mache bei mir volle Pulle. Und dann schauen wir mal. Ja, Backschale rausgeholt aus dem Opti-Grill. Die ist natürlich immer noch heiß, aber das geht alles. Und es riecht ganz wunderbar. Ihr habt es gesehen vorhin noch. Ich habe ein bisschen noch garniert mit Frühlingszwiebeln. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch genauso schmeckt und funktioniert, wie es riecht. Oh, ja. Das sieht wirklich super lecker aus. Ja, das sieht gut aus. Also der Käse ist schön zerlaufen hier. Das Ganze riecht ganz wundervoll und ihr seht auch hier, die Chips sind nicht klitschig. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass sie möglicherweise im Opti-Grill hier anmatschen, wenn unten die Flüssigkeit durchläuft, aber dem ist nicht so. Also das sieht alles sehr, sehr lecker aus und jetzt wollen wir natürlich auch mal probieren, mal gucken, ob es wirklich geklappt hat hier. Oh, ist ja Wahnsinn. Super lecker. Man schmeckt alle einzelnen Bestandteile. Die Oliven, die Bohnen, das Hack, das Tex-Mex-Gewürz hier, das Taco-Gewürz. Die Chips genau richtig. Nicht zu scharf, nicht zu salzig. Für meinen Geschmack könnten sie wieder etwas spiciger sein, also ein bisschen mehr Pep. Aber tolles Rezept. Hat sich wirklich gelohnt. Und wie ihr seht, ja, Loaded Nachos gehen auch im Opti-Grill. Super geil. Ja, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei. Komm mal schnell.